Es sieht so aus, als ob die Welt untergeht. Überall taucht das Böse auf. Die Menschen belauern sich gegenseitig. Niemand beachtet mehr die Liebe. Zweifel beherrschen die Herzen der Menschen. Angst bedroht unsere Existenz und Missgunst zieht über das Land. Und Noah schaut zu. Mit besorgter Miene beobachtet er die Welt. Sein Innerstes läuft über vor Wehmut, Schmerz und Leid. Grübelnd verbringt er zahlreiche Nächte. Plötzlich hat er eine Idee, die wie eine Botschaft aus dem Himmel erscheint. Er soll eine Arche bauen, um zu retten, was gerettet werden kann. Er soll von jeder Rasse und von jeder Sprache einen Menschen mit einem guten Herzen auswählen. Von jeder Tierart nimmt er ein paar mit und so geschah es. In einem gewaltigen Zug begeben sich Mensch und Tier in die Arche. So befindet sich die ganze Welt in Noahs Obhut. Thank you.
übersteht die Arche diesen Sturm. Als einsamer Punkt am Horizont treibt das aus Zypressenholz gebaute Boot weiter über die endlose Wasserfläche. Tage und Nächte vergehen. Immer wieder lässt Noah eine Taube aufsteigen, um Land zu finden. Aber jeden Abend kehrt die Taube erfolglos auf das Schiff zurück. Alle Hoffnung scheint verloren.